Hey Leute, was geht? Oh Gott! Hi, wir sind am Start. Und heute gibt es ein bisschen Real Talk, weil ich arbeite jetzt wieder an dem Projekt YouTube Newcomer Friends und darum habe ich auch einen eigenen Channel, den werde ich euch verlinken oder in der Kanalbeschreibung findet ihr ihn eh auch als angesagter Kanal. Jo, und ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ich muss in die Kamera schauen, Digga, wenn ich da hinschaue, dann wisst ihr, scheiße, ne? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf, seit ich nicht mehr rauche, ich weiß. Ja, ich meine, mit dem Dampfen geht's eh, es geht voll. Und ich merke auch psychisch, dass mir besser geht, aber gleichzeitig bin ich irgendwie blockiert oder so, habe ein bisschen noch zu negative Gedanken, wie zum Beispiel, ja, wird eh nichts und so. Eigentlich, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt die Gedanken? Es ist so schwierig gerade bei mir. Ich bin ein echt kompliziertes Wesen. Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ich brauche mehr Selbstvertrauen, mehr Mut, ich will das Leben anpacken und ich sag's euch, sobald ich die Impfung habe, die Corona-Impfung, gibt es jeden Freitag irgendein geiles Abenteuervideo. Wenn das YouTube Newcomer Friends Projekt läuft, ich sag's euch, wenn ich da neue Leute kennenlerne, die auch reisen wollen und so Sachen oder auch während die Reisen kennenlernen, das wäre mega nice. Also die Videos werden auf jeden Fall noch viel geiler. Das ist kein Product Placement. Nein. Auf jeden Fall, mir geht's eigentlich gut. Aber in letzter Zeit habe ich nicht so Lust auf Artwork. Weil allein macht's nicht. Ich meine, YouTube machen macht so viel Spaß. Also da kann man echt viel Freude haben und man kann auch viel über sich lernen. Aber ja, mit anderen wäre es halt lustiger. Aber wer kennt schon so viele kleine YouTuber? Ich suche jede Woche bis Monat immer kleine YouTuber, die ich anwerbe. Weil es ist ja ein Projekt für YouTuber unter 1000 Abonnenten. Natürlich können auch Leute mit mehr als 1000 Abonnenten mitmachen. Nur sollten sie dann auch trotzdem die kleineren unterstützen, weil ich finde das schade. Es gibt so viele Leute mit so viel Potenzial und die sieht man einfach nicht. Die findet man nicht. Also Potenzialverschwendung meiner Meinung nach. Also, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ja, scheiß drauf, ich laber schon wieder zu viel. Eigentlich, mir geht's gut, läuft bei mir und da ist die Seite nochmal, ich bin am Arbeiten, ich will da nämlich so Chill-Ecken und so ein Discord will ich anpassen und alles. Ja, das ist noch ein langes Projekt drum, falls irgendein YouTuber das sieht, Modplätze sind noch frei für die Moderation und ja, okay, ich lasse das mit dem Geschwafel jetzt einmal. Genug gelabert, wo eigentlich macht es Sinn, was ich sage. Auf jeden Fall, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, schöne Ostern, am Montag sehen wir uns sowieso um 18 Uhr. Und jo, haut rein, liebe Freunde, peace out.